Herr Mossmann, Sie sind bekannt dafür, dass Sie geradlinig sind, aufrecht, dass Sie sehr gewissenhaft dabei sind, wenn Sie sich eine Meinung bilden, dann aber auch schwer davon abzubringen sind. Egal ob Druck oder Schmeichelei, da weiß man eigentlich, bei Herrn Bosbach hat man nicht viele Chancen. Wie machen Sie das? Ich nehme ja meine Haltungen persönlich, privat und politisch nicht aus Zufall ein, sondern aus Überzeugung, also insbesondere bei schwierigen politischen Themen. Wenn ich mich eingearbeitet habe, versuche ich, alle Argumente sorgfältig gegeneinander abzuwägen, dann zu einer klaren Entscheidung zu kommen. Und dabei bleibe ich dann auch, höre mir auch andere Argumente an. Wenn es bessere gibt, dann lasse ich mich auch überzeugen. Aber die Menschen müssen sich auf das verlassen können, was wir denken, was wir sagen. Also das ist für Sie auch eine Form von Verbindlichkeit. Ja, die Übereinstimmung von Wort und Tat ist entscheidend. Und ich habe schon mehr als einmal erlebt, dass nicht wenige gesagt haben, in dieser oder jenen Frage habe ich eine andere Meinung als Sie, aber wir finden es gut, dass Sie bei Ihrer Überzeugung bleiben und nicht bei jedem Gegenwind sofort umkippen. Wie machen Sie das denn, wenn Sie eine wichtige Entscheidung zu treffen haben? Wie gehen Sie da vor, bis Sie sich dann Ihr Urteil bilden, bis Sie sagen, jetzt steht hiermit meine Entscheidung fest? Ganz altmodisch lesen, 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 lernen, lernen, lernen. Ich habe so viele Schulabschlüsse gemacht und zwei juristische Staatsexamen und da habe ich irgendwann immer gedacht, so, das war's jetzt. Jetzt musst du nicht mehr lernen. Da fing das Lernen aber immer erst richtig an und selbst nach 23 Jahren politischer, parlamentarischer Arbeit lerne ich noch jeden Tag dazu. Ich eigne mir alles an, was ich brauche, um mir eine Entscheidung bilden zu können. Und wir wissen natürlich, dass vieles in der Politik im Fluss ist, aber eben nicht alles. Und wenn, wie jetzt bei der Rede am Donnerstag, ein ganz bestimmter Gesetzentwurf zur Debatte ansteht, diesmal ein Gesetzentwurf der Grünen, dann befasse ich mich auch damit intensiv, auch wenn ich davon ausgehen muss, große Koalition, er wird keine Mehrheit finden. Ich muss mich damit gründlich auseinandersetzen. Sind Sie denn privat auch so konsequent und geradlinig? Gehen Sie da auch so vor? Also bei der Erziehung der Kinder wohl weniger, denn wenn Papa nach Hause kommt, dann sagt er gerne ja, auch wenn man vielleicht mal ab und zu Nein sagen Ja, möchte oder Sie haben drei Nein sagen Töchter. müsste, genau, drei Das, Töchter, dann will man auch die Zeit nicht mit Debatten oder Diskussionen verbringen. Also da bin ich schon sehr großzügig. Aber was Zusagen, die Verbindlichkeit angeht, das ist dann vermutlich ähnlich. Oder sind Sie da jemand Zugesagt anderes? ist zugesagt. Ja. Allerdings kann ich sehr, sehr schlecht Nein sagen. Das heißt, mir passiert es auch oft, dass ich mich selber in Bredouille bringe bei zwei, drei Veranstaltungen am Tag, wo man eigentlich mehr Luft dazwischen haben müsste, weil mit Auto, Flugzeug, Bahn immer was dazwischen kommen kann. Und das ist dann oft sehr, sehr eng getaktet. Alles gut gemeint, aber oftmals gerät dann der Terminplan ins Rutschen. Ja, Sie sind, habe ich den Eindruck, nach all dem, was ich bisher über Sie lernen konnte, einerseits schon ein Mensch, der Harmonie mag, und auf der anderen Seite haben Sie diese Konsequenz, über die wir gerade sprechen. Wie bekommen Sie das unter einen Hut? Das eine schließt das andere nicht aus, ist es richtig. Ich bin alles andere als streitsüchtig. Ich sage auch oft, ja, ist schon gut, weil ich nur meine Ruhe haben möchte und einfach keinen Streit haben will. Schon mal gar nicht privat zu Hause mit Freunden im Familienkreis. Ich muss mich in der Politik genug zanken, das brauche ich zu Hause nicht auch noch. Aber selbst bei einer Auseinandersetzung, bei unterschiedlichen politischen Auffassungen, wird Gradlinigkeit geschätzt. Und mir ist viel lieber, es kommt einer auf mich zu und sagt, habe ich eine völlig andere Meinung aus diesen und jenen Gründen, als wenn ich immer dieses einerseits, andererseits, alles hängt mit allem zusammen höre. Ich will eigentlich nur wissen, welche Meinung hast du? Und das dauert bei einigen sehr, sehr lange. Sind Sie denn schon so aufgewachsen? Also waren Sie schon als Kind so klar und direkt? Und Gute wie war das in der Frage. Schule Ich oder zu glaube, Hause? das hängt mehr mit Erziehung als mit Politik zusammen. Geradlinigkeit, Aufrichtigkeit, das waren immer Tugenden, auf die meine Eltern, vor allem mein Vater, sehr geachtet hat. Also auch trotz unterschiedlicher Meinung? Also wurden Sie eher bestärkt darin, so gut, Junge, dass du dazu stehst und nicht, wie kannst du es wagen, mir zu widersprechen? Das ist ja oft das Ja, Problem. sehen Sie, in meinem Berufsleben ist es auch so. Sie werden zwei Typen Chefs finden. Wenn was daneben geht, darf der Chef unter keinen Umständen wissen. Sonst brennt die Hütte. Oder muss der Chef sofort wissen, damit wir gemeinsam überlegen können, wie wir das Problem lösen.
Die erste Kategorie ist schwierig, darf der Chef unter keinen Umständen wissen, auch wenn hier im Büro ein Fehler gemacht wird. Ich reiße niemandem in den Kopf ab, aber ich muss es wissen. Ja. Also das Versuchen, es zu vertuschen, ist das viel größere Problem. Und so war es zu Hause auch. Die Eltern haben mir einiges durchgehen lassen. Also ich war nicht so pflegeleicht wie meine Schwester. Aber wenn ich dazu gestanden habe, wenn ich gesagt, ja, es ist passiert, ich kann es nicht mehr ändern, es tut mir leid, das haben sie eher akzeptiert, als wenn ich nach wilden Ausreden gesucht hätte. Wie viel sehen Sie denn eigentlich von dem, was Sie heute als Charakter haben, als naturgegeben an, als Schicksal, und wie viel ist Erziehung oder auch Ihr eigener Anteil, Ihre eigenen Ideen, dass Sie sagen, ich will dies oder das umsetzen, so will ich mehr werden? Wenn ich das jetzt wüsste, kann ich nicht in Prozenten jetzt quantifizieren. Aber der liebe Gott gibt uns sicherlich das eine oder andere Talent mit. Aber geprägt werden wir durch unsere Eltern, durch unsere Umgebung, durch unsere Erziehung. Die Sozialisation, die findet ja überwiegend oder sollte jedenfalls überwiegend im Elternhaus stattfinden. Wir können jetzt nicht alles auf die Schulen übertragen. Aber auch in der Schule habe ich gelernt oder lernen müssen, wie wichtig Gradlinigkeit ist, wie wichtig Konsequenz ist. Die Lehrer haben da großen Wert drauf gelegt. Nicht nur Lehren und Lernen, sondern auch Persönlichkeitsbildung. Jetzt kann man darüber streiten, ob das bei jemandem gelungen ist, der Politiker geworden ist. Aber es ist das Gesamtpaket aus Talent, was man mit in die Wiege gelegt bekommt, aus Erziehung, aus Sozialisation außerhalb des Elternhauses. Das alles formt eine Persönlichkeit. Was halten Sie davon, wenn es jetzt Seminare gibt für Charisma-Training, Charisma-Bücher, das Kennedy-Prinzip, Charisma-Trainings, Audio-CDs und so weiter? Ist das was, wovon Sie sagen, ja, damit kann jemand weiterkommen? Kann. Das ist richtig, kann ja. Für mich selber käme es überhaupt nicht in Betracht. Ja. Aber wenn es Menschen bei der Persönlichkeitsbildung helfen kann, warum nicht? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Man hat bestimmt bei diesen Begriffen Urteile oder Vorurteile, die müssen sich nicht unbedingt bestätigen. Ich rede auch nicht gerne über Dinge, wo ich noch keine eigene Erfahrung habe. Aber für mich persönlich kommt das nicht in Betracht. Jedenfalls nicht mehr mit 65. Ich wollte Ihnen keine verkaufen, weil Sie das jetzt... Nein, ich habe nicht so verstanden. Nein. Aber das eben mit zu der Frage, wie weit ist es naturgegeben, wie weit ist es veränderbar? Denn ich habe den Eindruck, es gibt sehr wohl Menschen, die haben sich nie darum gekümmert. Die sind einfach ihren Weg gegangen und haben eine starke Ausstrahlung. Und es gibt Menschen, die haben beachtliches Bücherarsenal, aber es hat nicht so viel an ihrem Wesen verändert. Völlig richtig. Es gibt Persönlichkeiten. Wenn die den Raum betreten, ist der Raum gefüllt. Ja. Aber ich weiß nicht, inwieweit man das sich antrainieren kann, diese Aura. Wie gehen Sie denn mit Ablenkung von außen um? Also Sie haben einen übervollen Kalender. Ich bin tiefst dankbar für diesen Termin. Und ich weiß auch, wie das weitergeht, wie es bei Ihnen getaktet ist. Darf nie ein Dominostein umfallen, sonst geht die ganze Kette um. Ja, es war zum Beispiel, als ich eben in der Lobby saß, dann kam die schon kurz rein. So, da gäbe es die Variante, ach, da sitzt er schon, dann schüttle ich kurz die Hand. Und so. Und dann sind wir ratzfatz ein paar Minuten um und Sie sind vorbeigegangen. Es war auch freundlich. Lächeln zugenickt. Ich habe mir gedacht, hat mich wohl erkannt. Ich bin schnell vorbeigegangen, weil der Aufzug offen war. Ja, wenn der weg ist, dann dauert es wieder 2 Minuten, bis er kommt. Ja, und ich hatte um 10:45 eine Telefonkonferenz und da lässt man dann die in der Leitung sind, nicht gerne warten. Und wie machen Sie das generell, wenn Ihr Kalender eben so voll ist? Sie wissen, was zu tun ist. Auf der anderen Seite sind Sie auch der freundliche Mensch, den jeder kennt und von dem man weiß, mit Herrn Rosbach kann man reden. Es ist ein ganz schmaler Grat. Ja. Es ist ein ganz schmaler Grat. Auf der einen Seite will man nicht unhöflich sein zu jemandem, aber die einem begegnen, wissen ja gar nicht, was man alles auf der Zeitleiste hat, wie man sich abhetzen muss. Wenn man auf dem Bahnhof stehend auf den Zug wartet, dann sollte man sich alle Zeit der Welt nehmen, irgendwann kommt der Zug, dann auch freundlich sein, auf die Menschen zugehen. Aber umgekehrt, wenn man aus dem Zug aussteigt und weiß, du hast schon Verspätung und da warten 500 Leute auf dich, und wenn man dann keine Zeit für Smalltalk hat, können das viele gar nicht verstehen, weil sie weder wissen noch wissen können, warum man so in Eile ist. Und wie gehen Sie dann damit um? Ich versuche, freundlich und höflich zu bleiben und auch zu erklären, dass es im Moment nun wirklich nicht geht. Ja. Was nützt es, wenn ich zu 2 Mann freundlich bin und 200 lässt man warten? Mhm. Ja, irgendjemand wird immer drunter leiden und die einen sind schon
gehören schon zu der Verbindlichkeit dann, zu einer Verabredung, und die anderen eben nicht. Ja, ich bin der totale Preuße. Ich lege auch großen Wert auf die scheinbar nicht so wichtigen Dinge wie Pünktlichkeit. Aber wenn ich sage, die Veranstaltung ist um 7 Uhr, dann will ich um 7 Uhr da sein und nicht um 10 nach 7. Aber irgendwie klappt es eben nicht immer. Das klingt so, als wären Sie mit sich auch ziemlich gnadenlos. Ist das so? Ja, das ist so. Ja. Das ist so, weil ich alle Urteile und Vorurteile gegen Politiker kenne. Ausnahmslos alle, und die möchte ich gerne widerlegen und nicht bestätigen. Ah ja. Sie haben, also selbst in der Zeit der Hormontherapie, wo eigentlich das vorgegeben scheint, dass man sagt, so jetzt kommt Antriebslosigkeit. Das ist ja jetzt noch. Ne? Ich ja jetzt Ach so, noch. Das machen Sie sogar. Ja klar, sonst kann ich ja nicht überleben. Ja. Da ist es so, dass die meisten Menschen ruhen sich verständlicherweise darauf aus und sagen so, jetzt aber zurück und ich kann nichts dafür, ich bin müde, wofür wahrscheinlich jeder Verständnis haben wird und ich mag auch nichts mehr zustande bringen. Bei Ihnen scheint das gar nicht zu verändern. Aber das heißt eigentlich, wenn Hormone ins Spiel kommen, spätestens dann sagt man ja, da hilft der Geist ja auch nicht mehr. Aber wie schaffen Sie das, also, sich so zu disziplinieren oder so im Griff zu haben? Täuschen Sie sich nicht, dafür haben nicht alle Verständnis. Dafür haben nicht alle Verständnis. Nee, darauf bin ich nicht gekommen. Denn man sieht es mir nicht an. Die meisten sagen, der Bursche sieht ja gut aus. Ja. Aber dass für mich der Tag immer viel zu lange ist, dass ich wirklich kaputt ins Bett falle, dass ich auch mal Zeit für mich brauche, da haben nicht alle Verständnis dafür. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich mache nicht mehr 3 Veranstaltungen am Tag, sondern nur noch 2, ist schon schwierig, weil man auch weiß, wir sehen ja bei der Anzahl der Einladungen, dass man viele Kollegen enttäuscht. Ja. Aber es geht einfach körperlich nicht mehr. Oder wenn ich nach einer Veranstaltung um 10 Uhr sage, ich muss jetzt fahren, dann kommt der berühmte Satz, komm, einen können wir noch trinken. Oder wie man im Rheinland sagt, einen trinken wir noch, dann gehen wir noch nicht. Das kann ich heute nicht mehr. Vor 4, 5 Jahren habe ich es gekonnt, heute nicht mehr. Aber das, was Sie tun, also das ist ja immer noch ein Pensum und vor allem ein Arbeitspensum, das der meisten Menschen übersteigt. Und das heißt, das müssen Sie ja irgendwie in sich steuern. Also das geschieht doch nicht einfach. Ja, keine Pause machen. Das ist ganz wichtig, keine Pause machen. Sobald ich Pause mache, falle ich auch in ein tiefes Loch. Können Sie daran erkennen, heute geht mein Flieger um 5 nach 1. 10 nach 1 schlafe ich auch im Flugzeug. Ich kann in Flugzeugen super gut schlafen, obwohl Mittagszeit ist. Aber durch die Therapie habe ich eben die chronische Müdigkeit. Und wenn ich Zug sehe oder wenn ich ein Flugzeug sehe, weiß ich so, jetzt hast du eine Stunde Ruhe. Und danach geht es wieder weiter. Wobei ich zugeben muss, das geht mir genauso. Also dass ich im Flieger manchmal einschlafe, bevor abgehoben ist. Aber das ist ja auch nur gut, solche Phasen zu nutzen. Wie weit halten Sie denn das Leben insgesamt eigentlich für schicksalhaft und wie viel kann man steuern? Also das Stichwort Lebensführung. Kann man Ihrer Meinung nach ein Leben führen? Führen Sie Ihr Leben oder inwiefern? Also eher werde ich geführt. Also Frau Sittig führt mein Leben mehr, als ich selber mein Leben führe. Die höchste Hürde bin nicht ich, die höchste Hürde ist Frau Sittig. Wenn Sie die überwunden haben, nicht wenige versuchen es mit einer Schachtel Pralinen, dann ist schon der Weg hier ins Zimmer geebnet. Ja. Aber ich glaube, dass es Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, auf die wir Menschen keinen Einfluss haben. Dass nicht wenig tatsächlich von Zufällen, glücklichen oder unglücklichen Zufällen abhängig ist. Das beginnt ja schon mit der Geburt. Wir können uns nicht aussuchen, in welche Familie wir hereingeboren werden. Und dann so ein Eltern zu haben, wie ich sie hatte, oder Mama lebt ja noch, das ist Zufall, das ist Glück. Mhm. Also ein Teil ist definitiv vorgegeben, sagen Sie, und ein Teil können Sie innerhalb der... bedingt vorgegeben. Man bekommt bestimmte Talente mit auf den Weg gegeben. Was man daraus macht, ist eine völlig andere Frage. Treffen Sie auch, wenn Sie beschreiben ja viele rationale Vorgänge, treffen Sie auch Gefühle, Entscheidungen gegen ein Gefühl? Also dass vielleicht der Bauch oder einfach etwas in Ihnen sagt... kein gutes Gefühl dabei, aber alle Fakten sprechen dafür und dann geschieht es so? Also handeln Sie auch, ob beruflich oder privat, also insgesamt als Mensch, handeln Sie auch gegen Ihr Gefühl oder sagen Sie... Nee, wenn ich also wirklich ein schlechtes Gefühl habe, dann lasse ich es auch sein, weil ich dann die ganze Zeit über unsicher werde, schlecht schlafe, so nach dem Motto, Hauptsache geht das gut. Und wenn es nicht gut geht, würde ich mir sofort den Vorwurf machen. Das hättest du aber nicht nur wissen können, auch wissen müssen.
Inwiefern spielt Ihr Glaube in Ihrem Leben eine Rolle? Auch bei der Stärke, die Sie aufweisen, ist da auch, also hilft Ihnen da auch Ihr Glaube oder sind das andere Faktoren? Das ist so eine Mischung aus religiöser Überzeugung. Man kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Das ist meine feste Überzeugung. Meine feste Überzeugung ist auch, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Mhm. Was kommt, weiß ich nicht, aber dass der Tod das letzte Wort hat, das glaube ich tatsächlich nicht. Aber nicht in dem Sinne, dass ich sage, ich kann sowieso nichts beeinflussen, ich lasse die Dinge treiben, also ich habe Gottvertrauen nicht. Aber auch im rheinischen Grundgesetz steckt ja viel Wahrheit und viel Lebenserfahrung drin. Ja, so ein bisschen so, auch Gottvertrauen, der Rheinländer würde sagen, es hätte noch immer Jote jange. Gut, wie es gut. Und gut, wie es gut und nichts blieb, wie es ist. Also der Grieche sagt Pantarei, aber im Grunde stecken in diesen Floskeln viele Körnchen Wahrheit. Gibt es für Sie Rituale, die Sie durchführen, also wie Gebet oder Meditation oder vielleicht, das kann ja auch ein Befassen mit Pflanzen sein oder irgendetwas, wodurch Sie sagen, da finde ich jetzt aus meiner Rolle vielleicht, aus Ihrer beruflichen Rolle beispielsweise, wenn Sie zu Hause sind, zurück ganz zu mir, ohne diese Rolle weiter zu haben? Ich weiß nicht, ob man das Ritual nennen kann, aber was ich wirklich gerne tue, ist mich in unsere kleine Dorfkirche setzen, in der ich vor über 30 Jahren geheiratet habe. Eine ganz, ganz kleine Kirche, in der ich absolute Ruhe habe. Und zwar, wenn sie offen ist, ohne dass Gottesdienst ist, dann kann ich mich gut mit dem lieben Gott unterhalten. Und auch wenn es nur 10 oder 15 Minuten sind, das bringt mir viel. Ja. Wenn Sie nun zum Abschluss eine Botschaft in die Welt schicken könnten, ich meine, wer weiß, wie weit das Video rumgeht und was Sie damit bewirken können. Was ist das, wenn Sie jetzt das reduzieren sollten auf einen Satz oder eine Kernaussage, was würden Sie Menschen mitgeben? Vielleicht, weil ich jetzt mit großen Schritten am Ende meiner parlamentarischen Arbeit entgegenstrebe und im Vergleich zu allen anderen Ländern, bei allen Problemen, die wir haben, bei allen Sorgen, ist es immer noch ein Glück, in Deutschland leben zu können, hier arbeiten zu können. Uns geht es immer noch besser als den allermeisten Menschen auf der Erde. Ich weiß, wir selber sehen unser Land ja total kritisch. Es gibt ja kaum etwas, mit dem wir so richtig rundum zufrieden sind. Aber wenn man einmal die Welt bereist hat und gesehen hat, wie sie in den allermeisten Ländern der Welt aussieht, dann kommt man wieder zufrieden nach Deutschland zurück. Herzlichen Dank, Herr Bosbach. Danke Ihnen für die Mühe. Dass Sie sich diese Zeit genommen haben. Alles Gute.